Der Trick ist die Limette, stimmt's? Aber unbedingt Limette. Das rettet es vielleicht. Nee, das war's. Ich hab nicht mal richtig probiert. Wozu? Das ist doch eh keine Ahnung. Bei uns in der Vorspeisengruppe, da waren zwei, die waren original so drauf. Kannst dich erinnern? Diese beiden Luxusmünchner. Weiß ich nicht. Er war irgendwie Unternehmensberater und sie war Real Estate Agent nennt man sowas. Ja, genau. Und die beiden, die haben sich nur auf Englisch unterhalten über ihre Hobbys. Windsurfing, Rollerskating, Golfen bei den IT-Masters. Hat's auch gefunkt? Ja, ja. Morgen gibt's Brunch bei Käfer, übermorgen AIDS-Test und in der Woche Hochzeit. Was will man mehr? Keine Gütertrennung. Und Kuschelpflicht. Mit Kuschelmanifest, sogar schriftlich. Mindestens dreimal am Tag. Zu festgeschriebenen Zeiten. Deshalb sind wir doch hier. Oder? Ich nicht. Ich denke, wir sollen jetzt mal los, ne? Wohin geht das hübsche Mädchen so allein durch den großen, dunklen Wald? Für eine halbe Stunde? Ich muss nach Haus. Für eine Viertelstunde? Es ist sehr wichtig für mich. Hast du denn den ganzen Abend nichts gemerkt? Nein. Jetzt mach es mir doch nicht so schwer. Was? Ich möchte dich wiedersehen. Ich rufe dich aber morgen an. Gut, ruf mich an. Das sagst du nur so? Nein, ist versprochen. Sicher? Und von morgen hast du wirklich keine Zeit mehr.